Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Mein heutiges Projekt ist dieser Drachen. Ich finde zum Thema Herbst passen Drachen immer ganz toll. Und der Clou dabei ist, dass das kein Deko-Objekt ist, sondern das ist eine Karte, in die man auch richtig was reinschreiben kann. Und sie passt in einen ganz normalen Umschlag. Also ihr könnt diese Karte auch ganz normal mit der Post verschicken. Ich zeige euch das mal. Passt da perfekt rein. Das heißt, man kann das nicht einfach nur persönlich übergeben, sondern man kann auch jemanden das zukommen lassen per Post. Und zu verwenden ist diese Karte entweder als Geburtstagskarte, als Glückwunschkarte. Man könnte sie nehmen als Einladung zu einem Herbstfest oder als Einladung zum Drachensteigen oder für einen Kindergeburtstag, wenn jetzt jemand im Herbst Geburtstag hat, ist das einfach immer eine schöne Sache. Und ich fand halt diese Form, diese besondere Form, diese Drachenform halt einfach so schön und würde euch gerne zeigen, wie ihr das nachbasteln könnt. Rein theoretisch geht es in jeder Größe nachzubasteln. Da gibt es einen kleinen Trick und das zeige ich euch jetzt gleich. Verwendet habe ich dafür das Designerpapier Kaffeepause. Da braucht ihr ein Stück in den Maßen 19 x 14 cm bzw. 7,5 Inch mal 5,5 Inch. Und ich habe mich deswegen für dieses Papier entschieden. A, fand ich es von den Farbtönen her passend zum Herbst und es hat hinten drauf dieses kleine Muster. Und das fand ich halt für innen drin auch ganz nett, dass man da nochmal wie so einen kleinen Rand dann eben außenrum hat. Müsst ihr halt mal gucken, was ihr so zu Hause habt. Ihr könnt es auch aus einem einfarbigen Farbkarton natürlich basteln. Das geht auch, aber so ein Designerpapier wirkt halt immer ein bisschen hübscher. Also da braucht ihr ein Stück. Dann braucht ihr ein Stück Flüsterweiß für die Innenkarte. Das hat das Maß 14,85 x 10,5 cm, also ein halbes DIN A4 Blatt, beziehungsweise 5,78 Inch mal 8,25 Inch. Und das wird in der Hälfte gefalzt, also bei 10,5 cm bzw. 4,25 Inch. Und bei diesem Stück ist es genauso, das wird auch in der Hälfte gefalzt bei 9,5 bzw. 3,75 Inch. Dann braucht ihr für die kleinen Schleifen hier oben, braucht ihr so Reststücke von Farbkarton. In dem Fall habe ich jetzt Schokobraun und Gartengrün gewählt. Da müsst ihr keinen ganzen Bogen haben, dann nehmt ihr einfach solche Reststücke, die ihr noch übrig habt. Dann braucht ihr das Stempelset abgehoben, aus dem ist nämlich dieser Spruch, den ich hier vorne drauf habe. Also es betrifft jetzt nur diese Karte, wenn das eben solche Glückwunschkarte ist, du fliegst allen davon, Glückwunsch, den fand ich halt total passend. Wenn ihr eine Einladung macht, dann kommt da natürlich ein Einladungsstempel drauf oder so. Aber für die Karte war jetzt eben dieses Set das Passende. Dann braucht ihr ein Stempelkissen in Gartengrün für den Spruch. Ihr braucht Kordel. Da habe ich die gestreifte Kordel genommen in Olivgrün. Ihr braucht für den Spruch hier vorne die Stanze Zieretikett. Das ist diese. Und dann braucht ihr auch noch für die Schleifen, die könnt ihr natürlich auch mit der Hand ausschneiden, das geht auch. Aber ich habe jetzt hier die Lebkuchenmännchenstanze genommen, das ist aus diesem Set. Vielleicht hat es der eine oder andere noch zu Hause. Und da gibt es eben diese kleine Schleife hier neben. Und die war genau passend für diese Schleifen vom Drachen. Wer möchte, kann hier auch noch stempeln und hat dann noch mehr so einen 3D-Effekt an der Schleife. Das geht auch noch, aber das war mir jetzt zu viel Arbeit. Aber das wäre auch möglich. Natürlich, wie gesagt, ihr könnt es auch mit der Hand einfach ausschneiden. Und dann habt ihr auch so kleine Schleifen. Und ihr braucht dieses Mal auch ein Geodreieck. Das brauchen wir auch. Und dann legen wir mal los. Also, wie gesagt, ihr faltet das Blatt, falzt es in der Hälfte und faltet es auch in der Hälfte. So. Und das Weiße eben auch. Das brauchen wir gleich für die Innenkarte. Und jetzt habt ihr euer Papier hier liegen.
Und zwar so, dass die offene Seite nach rechts zeigt. Und jetzt nehmt ihr das Geodreieck und legt von der obersten Kante nach innen bei 2,5 cm an und macht euch da eine Markierung. Also 2,5. Einmal eine Markierung. Seht ihr das? Genau, hier auf dem Papier ist es jetzt nicht ganz so deutlich zu erkennen, aber und dann drehen wir das, sodass, wenn man das aufklappen würde, so wäre. Also das ist diese geschlossene Kante und von hier aus geht ihr auch nochmal 2,5 cm in diese Richtung. Auch nochmal anlegen. Das sind übrigens genau 1 Inch. So, jetzt habt ihr diese beiden Markierungen. Von dieser Markierung aus, ich hole mir jetzt mal schnell noch einen Bleistift. Das ist nämlich besser, weil ich das gleich wieder weggradieren muss. Nehmt ihr jetzt das Geodreieck und macht euch jetzt eine Hilfslinie. Und zwar von diesem Punkt hier oben zu diesem Punkt hier unten. Also einmal hier oben anlegen. Ausrichten und die Spitze muss jetzt unten auf die Spitze von der Karte zeigen. So. Und da langt es, wenn ihr das auf der Mitte ungefähr macht, weil das ist ja wie gesagt nur eine Hilfslinie. Und jetzt legen wir an diese Hilfslinie das Geodreieck nochmal mit dieser Mittellinie an. Also diese Linie legt sich auf diese Linie drauf, so dass es passt. Und das Ende vom Lineal muss durch diesen Punkt, den ihr vorhin gesetzt habt, bei den 2,5 cm. Also hier ist die Hilfslinie, hier ist diese Linie vom Lineal, die legt sich genau hier drauf und diese Kante schließt mit diesem Punkt hier ab. Guckt, dass alles gerade ist. Dann verbinden wir das wieder miteinander und haben jetzt hier unten einen Punkt und den verbinden wir jetzt wieder mit dem Punkt hier oben. Also dieser Punkt wird mit diesem Punkt verbunden. So. Und dieser Punkt mit dem hier neben. Und dann seht ihr schon, wie diese Drachenform entsteht. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt verbinden wir noch diesen Punkt mit der Spitze hier unten. Einmal ringsrum. Und das sind jetzt unsere Schneidlinien. Ich zeige es euch nochmal. Jetzt seht ihr diese Linien, also die hier unten, die hier rüber und die auf diese Ecke. Und diese Hilfslinien, das kommt jetzt alles wieder weg. Und hier schneiden wir jetzt mit dem Papierschneider einmal aus. Dafür legt ihr euch die Linie genau hier auf diese Linie an, dass es eine Flucht ergibt. Und dann schneidet ihr am besten von der Mitte beginnend einmal nach oben und einmal nach unten. Und hier macht das genauso. Die Linie wieder auf die Flucht legen, mittig starten, nach oben und nach unten. Und ein letztes Mal nochmal gucken. Und auch hier nochmal schneiden. Und jetzt, wenn wir aufklappen, haben wir unsere Drachenform. So sieht es jetzt fertig aus. Jetzt machen wir uns noch die Bleistiftlinien, die radieren wir uns jetzt noch weg. Den brauchen wir gleich nochmal. Also einfach wegmachen. Wichtig ist, dass er da nicht so fest aufdrückt, wenn der die zeichnet. Einmal außenrum.
So. Und jetzt habt ihr eben diese Drachenform. Und jetzt möchten wir innen, also wenn ihr jetzt einen einfarbigen Karton nehmt, dann braucht ihr dieses Inlay ja nicht machen. Aber auf diesem Designerpapier kann man ja schlecht jetzt was schreiben. Und dafür habe ich mir eben diese Innenkarte konzipiert. Das zeige ich euch auch gleich noch. Ist auch nicht schwer. Ihr nehmt das Stück Flüsterweiß. Das habt ihr ja auch so zugeklappt. Hier ist die geschlossene Linie. Und jetzt legt ihr die Drachenform hier an und malt die einmal außenrum. Einfach als wie so eine Schablone einmal außenrum gemalt. Gucken, dass die Kante auf der Kante liegt. Jetzt einmal rum. So. Jetzt habt ihr diese Drachenform auf dem weißen Papier und jetzt nehmt ihr euch nochmal das Geodreieck und geht einen Strich nach innen. Also ihr legt jetzt praktisch das Lineal so, dass die erste Kante oder diese erste Linie auf dieser vorgezeichneten Linie liegt, nach innen. Gucken, dass es gerade ist und zeichnet es nach. Und so macht ihr das jetzt bei allen drei Linien. Oh, das war verkehrt, seht ihr, das war jetzt eins zu viel. Auch das passiert. Nur eine Linie. Ich hatte jetzt zwei genommen. Entschuldigung. So. Und hier auch nochmal eine Linie. Und jetzt schneidet ihr praktisch hier diese innere Linie entlang aus. Dann könnt ihr auch wieder den Papierschneider nehmen. Das geht genauso gut wieder. Also wieder die Linie auch hier auf die Flucht legen. Einmal. Und ein drittes Mal. So. Dann weg. Und somit habt ihr die passende Innenkarte. Wenn ihr das jetzt hier reinklebt, dann habt ihr eben ringsrum den gleichen Abstand. Und es passt aber ganz genau auch in die Karte rein. Das kleben wir uns jetzt mal da rein. Dann nehme ich ein bisschen Flüssigkleber. Dann kann man es noch ein bisschen korrigieren. So. Und jetzt müsst ihr halt gucken, dass Kante in Kante liegt. Und die Abstände gleich sind. Einmal reinschieben. Und dann festdrücken. So sieht es dann aus. Da habt ihr hier diese Innenkarte mit reingeklebt. Und so sieht es geschlossen aus. Und jetzt haben wir hier ja noch die Reststücke. Die können wir jetzt verwenden für unseren Spruch. Wenn ihr einen einfarbigen Karton nehmt, dann müsst ihr euch halt ein kleines Reststück in Flüsterweiß nehmen. Und tun wir das einmal stempeln im Gartengrün. Stempel gern erstmal ab. So.
Genau. Und das stanzen wir uns jetzt mit dem Zieretikett aus. Dass es gerade ist. Genau. Und das ist unser Etikett hier vorne. Ich habe es vergessen. Dimensionals brauchen wir auch noch. Das kleben wir uns ein bisschen mit Abstand eben drauf. Da brauchen wir die dafür. Aber die hat man ja meistens auch parat liegen. So. Das kommt hier drauf. Einmal hier vorne. So, die Grundform steht jetzt und jetzt gehen wir an die Schleifen und da habe ich, wie gesagt, eben diese Lebkuchenmännchenstanze genommen, die gibt es ja auch noch zu kaufen und zeige es euch kurz, es erklärt sich ja eigentlich von selbst, ihr nehmt euer Reststück und stanzt es einmal hier durch und habt dann eben diese kleine Schleife, Entschuldigung. Und da brauchen wir jetzt eine Anzahl, und zwar 8-mal grün und 5-mal braun. Das habe ich schon vorbearbeitet, damit das jetzt nicht so lange dauert. Und wir brauchen ein Stück Faden. Ihr könnt natürlich, ich habe das jetzt so lange gemacht, dass so 5 Schleifen dran sind. Ihr könnt das natürlich auch noch ein bisschen länger machen oder ein bisschen kürzer, je nachdem, wie ihr das möchtet. Jetzt gucke ich mal, wie viel habe ich da genommen. Das sind vielleicht so 20 cm ungefähr. So. Und die Schnur kleben wir uns hier unten rein. Das geht am besten mit so einem kleinen Klebepunkt. Einmal an das Eck. Dann einfach so ringsrum so drehen, dass praktisch die Spitze jetzt mit diesem Klebepunkt einmal umrundet ist. Und dann einmal hier unten rein. Zudrücken. Und damit ist die Schnur hier in der Karte unten drin befestigt. So. Und die Schleifen. Die habe ich immer doppelseitig geklebt. Also einmal von der einen Seite und einmal von der anderen Seite gegen die Schnur, dass es dann von beiden Seiten gleich aussieht. Und da könnt ihr jetzt entweder Flüssigkleber nehmen oder auch Klebepunkte. Das bleibt euch überlassen, wie ihr das macht. Oder wenn ihr mit so einem Kleberoller arbeiten wollt, könnt ihr das auch machen. Also einmal hier. Und dann von oben einmal dagegen. Gucken, dass die Schnur mittig ist von der Schleife. Ich komme gleich nochmal ran. Ich zeige es euch nochmal oben. So sieht es dann aus. Und das macht ihr jetzt eben die ganze Schnur lang. Ich zeige euch nochmal eine. Ich mache jetzt aber hier an dem Beispiel nicht alle. Ihr seht es ja dann an der anderen Karte. So. Und das Braune dagegen. Nochmal. So geht ihr dann einfach die Schnur lang. Und wenn ihr eben die Schnur länger haben möchtet, dann tut euch einfach noch ein paar mehr Schleifen ausstanzen. Ich habe heute wieder Probleme mit dem Sprechen. Jetzt machen wir uns noch hier oben an den Ecken die Verzierungen dran. Da habe ich eben auch nur auf die Vorderseite dann aber das geklebt.
einmal und hier neben nehmen wir grüne. Wenn euch das stört, oder man könnte jetzt zum Beispiel auch, könnt das ganz weglassen, oder ihr könnt auch mit der Schnur so kleine Zottel machen. Sieht auch hübsch aus. Das ist wieder so, wie ihr das machen möchtet. So ist es richtig. Genau. Gerade ausrichten. Und schon ist diese Karte fertig. Ich zeige es euch nochmal. Die ganze Karte. Wie gesagt, hier unten ist dann eben alles an Schleifen dran. Und man kann auch wirklich schnell viele herstellen. Also gerade für eine Einladungskarte oder so ist es gar nicht so viel Aufwand, den ihr da treiben müsst. Und ich denke, wenn man das verschickt in einem Briefumschlag, derjenige, der es bekommt, der freut sich auch total. Denn es ist mal was anderes. Es ist eine außergewöhnliche Form, die man nicht jeden Tag sieht. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und ihr findet Verwendung für die Idee. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Foto von eurem Drachen schicken würdet oder was ihr aus dieser Idee gemacht habt. Die Anleitung findet ihr wie immer als PDF-Download unter www.stempelbunt.de. Und jetzt bleibt schön kreativ, genießt den tollen Herbst und bis bald. Tschüss!